PowerPoint ist zu sehen. Ein kurzes Nicken, vielen Dank. Ja, ich hatte schon gesagt, die Calvin-Weinberg-Schule in Frankfurt ist eine Eliteschule des Sports. Es gibt in ganz Deutschland 42 solcher Eliteschulen des Sports. Und da muss man vielleicht verstehen, wie das Ganze funktioniert. Eine Eliteschule des Sports kann nicht jede Schule werden. Man braucht immer drei Partner. Einmal einen Olympiastützpunkt, das ist bei uns der Olympiastützpunkt Hessen. Man braucht ein Internat, das muss angegliedert sein. Hier bei uns heißt es, das Internat ist das Haus der Athleten. Und man braucht eine Schule, die entsprechend das Ganze mitmacht. Gemeinsam kann man sagen, ist das sowas wie ein Verbund, ein Verbundsystem, was die Eliteschule des Sports entsprechend ausmacht. Es geht darum, dass man natürlich genau sowas wie eine duale Karriere ermöglichen möchte. Die Sportlerinnen und Sportler, die bei uns sind, die haben eben ja im Spitzensport irgendwann mal den Traum, zu Olympischen Spielen zu fahren. Da ist natürlich klar, das muss manchmal auch sogar kompromisslos auch angestrebt werden. Gleichzeitig wollen sie den möglichst höchsten Schulabschluss schaffen. Und das ist eben ein wichtiger Auftrag, den eine solche Schule hat, das auch zu ermöglichen. Können wir mal gucken, so ein paar allgemeine Dinge. Wir sind eine integrierte Gesamtschule mit einer Oberstufe. Wir haben in der Klasse 5 schon sogenannte Sportklassen. Also die Kleinen sind dann noch keine Leistungssportler, aber sie sind dann eben schon über ein Sichtungskonzept eben auch gesichtet, werden dort zusammengebracht. Und wir haben bei uns alle Möglichkeiten, was Schulabschlüsse angeht, eben auch mit dem Abitur. Bei uns eben auch mit G9 und natürlich sogar, was heißt natürlich, sogar eine Chance. Wir haben die sogenannte Schulzeitstreckung, die bei uns möglich ist. Da gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein. Ansonsten, was die Schule angeht, wir sind nicht eine reine Sportschule, sondern nur etwa 350 sind in diesen Leistungssportprojekten und über 100 Lehrkräfte. Ja, was haben wir für Angebote und Möglichkeiten zu fördern und auch individualisiert zu fördern? Also einmal haben wir ein Unterrichtskonzept, das nennt sich Segeln. Also wir haben ein Drittel unserer Unterrichtszeit praktisch in einen Topf in allen Fächern getan. Und das wird jetzt also praktisch den Schülern zur Verfügung gestellt, dass sie in diesen Zeiten, die im Stundenplan in solchen Lernbändern, das kann man sich so vorstellen, abgebildet sind, dass sie dort an Themen arbeiten können, die über Wochenpläne oder auch mehrere Wochenpläne zur Verfügung gestellt werden aus allen Fachbereichen. Und die Schülerinnen und Schüler können praktisch die Intensität und die zeitlichen Umfänge für diese jeweiligen Aufgaben selbst bestimmen, können zu jedem Lehrer auch praktisch in einen Raum gehen. Es muss also nicht zwingend der Fachlehrer sein. Es geht vor allem darum, dass sowas Wirksamkeit spürbar wird und dass die Schüler ein eigenes Zeitmanagement und vor allem auch selber spüren, woran muss ich besonders arbeiten. Das ist ein Konzept, das steht allen Schülerinnen und Schülern bei uns zur Verfügung. Und für Sportler ist es natürlich besonders interessant, weil sie natürlich ja auch da besondere Bedürfnisse haben und auch zeitlich immer mal nicht so ganz frei sind, weil es zum Beispiel auch in Trainingslager oder auch auf Wettkämpfe geht. Ansonsten die Sportklassen hatte ich schon erwähnt, dass wir diese Gruppen, diese besonderen Schüler in Sportklassen zusammenführen. Also wir nehmen schon für die Klasse 5 auf in diesem IGS-System, also dass alle Schulzweige oder ja, Ausrichtungen praktisch innerhalb einer Klasse eben auch sind. Später wird das über ein Kurssystem eben auch angeboten, wo wir dann auch nochmal extern differenzieren. Und wir haben eben innerhalb unseres Stundenplans diese 3 bis 4 Trainingsmöglichkeiten. Jetzt höre ich mich doppelt. Irgendjemand hat das Mikro an. Genau, vielen Dank. So, ansonsten solche Personen wie ich, die als Lehrertrainer tätig sind, das heißt eine Personalzuordnung, die wir diesen Sportlern anbieten, diese Lehrertrainer, bieten also im Stundenplan praktisch Training an, sind hochqualifizierte Trainer. Wir haben aber auch weiterhin Koordinatoren, die also personell zur Verfügung stehen, um als Ansprechpartner für die Schüler praktisch individuelle Wege auch und Beratungen auch zu ermöglichen. Wir haben, was diese Notwendigkeit angeht, bezüglich Wettkämpfen oder Kadermaßnahmen, da sind wir sehr großzügig bei den Beurlaubungen, aber immer mit dem Blick auch, dass natürlich das Schulische auch am Ende auch ja, gelöst werden muss. Das ist bei uns nicht einfacher, ein Abitur zu erlangen. Es sind die gleichen Voraussetzungen, aber das Unterstützungssystem und die Vernetzung um den Sportler herum, die ist vielleicht ein bisschen dichter, weil das eben auch unser Auftrag ist. Wir haben einen Stütz- und Nachführunterricht für Sportler. Stützunterricht, es entstehen einfach durch Langzeitabwesenheiten oder auch durch einfach die Umfänge ja auch Defizite. Die können dann auch entsprechend gestützt werden und nachführen. Nachführunterricht muss eben immer dann, wenn jemand länger weg ist, dann fehlt ja möglicherweise auch der Unterricht. Der kann nachgeholt werden und da haben wir auch einen Stundenpool zur Verfügung, den wir den Sportlern entsprechend anbieten.
Leistungskurs Sport ist ein Thema, wobei das muss man nicht weiter ausführen. Das ist natürlich für die Sportler ganz interessant, dass wir eben diese Schulzeitstreckung anbieten. Da würde ich jetzt gleich gerne mal einen Sportler auch zu Wort kommen lassen in einem Video, der das mal beschreibt. Und wir haben auch Ganztagsangebote. Gerade für die Jüngeren ist das eben nochmal ein Thema, wo auch Lernförderungen noch möglich sind. Also das ist jetzt nur mal eine Auswahl, wo ich so das Gefühl hatte, das ist vielleicht interessant und vielleicht ergeben sich auch hier Fragen, wo wir nochmal vertiefen könnten. Ja, ich würde mal den Oskar gerne zu Wort kommen lassen. Er ist bei uns, hat sein Abitur schon gemacht. Er ist dieses Jahr übrigens deutscher Meister geworden über 800 Meter, war auch international schon im Einsatz und er hat diese sogenannte Schulzeitstreckung bei uns gemacht und gibt mal selber einfach mal eine Rückmeldung dazu, wie er das empfunden hat. Ich hoffe, es ist alles gut zu sehen und zu hören. Hallo, mein Name ist Oskar Schwarzer und ich war einer der Ersten, der die Schulzeitstreckung an der Kranken-Wolberg-Schule gemacht hat. Und ich würde sie auf jeden Fall empfehlen und würde sie auch selbst nochmal machen, wenn ich nochmal zur Schule gehen würde. Sie hat mir einfach geholfen, mein Training besser zu organisieren, dadurch, dass ich die meisten Nachmittage frei hatte und hatte auch von den Klausuren her weniger Stress, dadurch, dass sie sich insgesamt mehr auseinandergezogen haben. Ein kleines Manko ist, dass quasi man zwischen den Klassen teilweise springt und ich war einer, der sehr viel über die mündliche Note, Mitarbeit quasi meine Note erreicht habe. Und ich habe schon gemerkt, dass es ein kleines Hindernis war, wenn man in eine ganz neue Klasse kommt, wo alle schon sehr eingelebt sind und man dann quasi neu reinkommt. Wobei das halt kein großes Ding war. Aber man hat schon so ein bisschen gemerkt, dass man da halt erstmal sich einfinden muss. Jedoch... So, ich würde es ein bisschen abkürzen, weil es einfach zeitlich auch so knapp ist. Also Oskar hat schon mal so die ersten Hinweise dazu gegeben. Ansonsten würde ich gerne mal kurz den Überblick geben. Im Prinzip haben wir Folgendes gemacht, dass wir das, was eigentlich in 2 Jahren praktisch angeboten wird, das haben wir auf 3 Jahre einfach aufgeteilt. Und das kann man schulorganisatorisch unterschiedlich machen. Interessant ist immer das, am Ende muss ja die Prüfung gemacht werden, dass bestimmte Fächer eher eben in den zweiten Teilen kommen und nicht direkt am Anfang, weil ja dann der Abstand einfach sehr groß ist. Ideal wäre, das wäre eine Forderung, die ich an die Politik stellen würde, wenn man hier auch noch das sogenannte additive Abitur hätte, indem man auch Prüfungen auch so ablegen könnte, dass man die zu unterschiedlichen Zeitpunkten hätte. Da sind wir leider nicht, das kann bisher nur eine Schule in Deutschland, das konnte die Schule in Potsdam, die war da der Modellversuch. Deswegen sage ich hier noch hoffentlich in der Zeit erstmal vielen Dank und freue mich nachher auf die Fragen. Vielen Dank an Herrn Ulrich. Gibt es vielleicht jetzt sofort Verständnisfragen? Ansonsten haben wir nach den 3 Impulsen auch die Gelegenheit, vielleicht auch nochmal übergreifender zu fragen und zu diskutieren. Aber gibt es vielleicht erstmal Verständnisfragen? Dann gerne vielleicht kurz in den Chat oder einfach drauf losreden. Ja, welche Schule in Potsdam war das? Nur aus Interesse. Oh, ich weiß gar nicht den Namen. In Potsdam gibt es nur eine Elite-Schule des Sports. Und okay. Das kann man, glaube ich, ganz schnell rausfinden. Ich weiß jetzt den Namen leider nicht. Ja, aber die war das ist nach Thon Vater Jan. Ja? Heißt sie Friedrich Ludwig oder so ähnlich. Sehr gut. Vielen Dank, Herr Fechner. Ja, die sind ja bei uns mit dabei. Super, dann danke erstmal an Herrn Ulrich. Dann würde ich jetzt weitergeben an Rainer Fechner. Okay. Ich möchte zunächst mit einer Vorbemerkung beginnen. Es ist ja so, dass es für die Qualifikationsphase ein striktes formales und inhaltliches Anforderungsprofil gibt, was eigentlich hochmotivierte und leistungsfähige, das haben wir ja bei Krankenschülern auch, aber letztendlich gesunde Schüler voraussetzt, wegen des hohen Anpassungsdrucks eben diese zentralen Qualifizierungsnormen zu erfüllen. Viel Platz ist nicht für individuelle Situationen oder Befindlichkeiten, Interessen und Begabungen, sondern es besteht die Erwartung, dass man eine besondere Belastungsfähigkeit hat und damit auch beweist, dass man den höchsten schulischen Abschluss verdient. Viele Schüler fühlen sich damit überfordert und auch wenn die Krankheiten jetzt nicht ursächlich mit der Schule zu tun haben, weil sie woanders entstanden sind, zum Beispiel bei Traumatisierungen, so trägt doch oft die schulische Situation dazu bei, die Lage zu verschlimmern.
Ich möchte das mal an einem Beispiel zeigen. Also in meiner ersten Folie habe ich erstmal nur aufgelistet, was man als Lehrer, der sonst nichts mit kranken Schülern zu tun hat, an Auffälligkeiten beobachten kann. Und wenn man die anguckt, dann merkt man, das kann es eigentlich auch für nicht kranke Schüler geben, wo die Ursache vielleicht in der Lebensgestaltung ist. Also ich war zu lange auf oder ich habe Party gefeiert oder sonst was. Auch dann bin ich müde, habe eine Leistungsschwankung oder eben in dem Leistungsvermögen. Es reicht also nicht nur so ein Anzeichen zu sehen, sondern man muss der Sache auf den Grund gehen und das Phänomen aber bedenken, dass die meisten Schüler, so sagen sie es, versuchen immer normal zu sich darzustellen. Sie mögen nicht, wenn man ihnen die Krankheit sozusagen ansieht. Meine Erfahrungen mit den Schülern habe ich jetzt nochmal aufgefrischt, indem ich ungefähr 10 meiner ehemaligen Schüler gebeten habe, sich interviewen zu lassen. Und die haben mir also nochmal rückblickend jetzt aus der Situation eines Studierenden geschildert, wie sie die Schulzeit empfanden und wie die Maßnahmen, die wir für sie bereithalten, gewirkt haben. Wie fühlt sich das von innen an, was man dann sieht? Ich zeige das mal an einem Schüler mit einer Autismus-Spektrum-Störung, so nennt man das, was so pauschal immer Autismus genannt wurde. Im schulischen Alltag empfindet er also eine ganz hohe Reizempfindlichkeit auf alle komplexen und optischen Reize. Für ihn ist also der Lärm in der Klasse, die Unruhe, die Lichtverhältnisse, die Stimmen des Lehrers, die Kleidung, das Raumklima, gleichmäßige Reize, die er nicht in der Lage ist zu filtern. Das kann dazu führen, dass er die komplexen, ambivalenten Interaktionen in dem Unterricht gar nicht mitbekommt und auch nicht die Informationen, die der Lehrer für das Fach der Klasse kundtut. Dieses trifft aber auf jemanden, der intellektuell absolut in der Lage ist, innerhalb kürzester Zeit komplexe Sachverhalte aufzunehmen, aber eben nicht so. Und er reagiert mit körperlichen Phänomenen wie einer gestörten Nahrungsaufnahme oder Unterzuckerung und dem dringenden emotionalen Bedürfnis, die Schule zu verlassen. Er wird also dann eine Pause nutzen, um nach Hause zu gehen, mitten in der Schulzeit. Und empfindet sich aber selber, weil oft so eine Diagnose noch gar nicht gestellt wurde, sich als merkwürdig oder als mackenbehaftet, also letztendlich als unnormal, aber kann damit nicht konstruktiv umgehen. Er versucht dann im nächsten Unterricht dann durch intensive Nachfragen das Wissensdefizit auszugleichen, dann wird das von dem Kurs nicht als Interesse, sondern als Unfähigkeit dargestellt. Er hätte ja schon beim ersten Mal das mitkriegen können. Er zieht sie also weiterhin zurück, bekommt dann schlechtere Noten deswegen, die Fehlzeiten steigen und irgendwann ist man dann bei einer Abschulung. Dieses Mal so als Beispiel, das kann man für andere auch nehmen. Was sind nun für diese Erscheinung Ursachen? Das ist eben die Besonderheit beim Umgang mit Krankenschülern, dass es nicht eine Lösung für alle diese Fälle gibt, sondern man hat mit völlig unterschiedlichen Krankheitsbilden zu tun. Davon habe ich hier einige mal genannt. Was jetzt davon zutrifft, ist natürlich nicht Aufgabe des Lehrers. Das kriegt man heraus, indem man dann mit den entsprechenden Stellen Kontakt aufnimmt. Aber zunächst mal muss man wissen, dass es so etwas gibt und dass das den schulischen Erfolg in dem Normalsystem letztendlich behindert. Neu aufgenommen wurde jetzt, das kann ich dann auch in den Quellen zeigen, die Nebenwirkung von starken Medikamenten. Das ist in Hamburg neu dazugekommen als den Erscheinungen, wurde bisher immer viel zu wenig beachtet. Was wünschen sich, wenn man mit den Schülern spricht und mit den Therapeuten, die Betroffenen von den Schulen? Und da ist durchgängig bei allen Interviews immer der Wunsch nach Verständnis, also nicht verurteilen, dass man irgendwie anders ist als der normale Schüler, sondern akzeptiert wird in seinem Besonderssein. Was sich alle wünschen, ist, dass man
die Fälle löst in einer Kooperation der einzelnen Stellen. Wie das organisiert wird, also da gibt es die Ämter, da gibt es die Schulaufsicht, die Beratungsstellen, Schüler, Eltern, um einmal festzustellen, was ist da und gemeinsam Möglichkeiten zu finden, wie man den Schülern helfen kann. Welche schulischen Maßnahmen haben sich in unserer Schule bewährt? Das ist so eine Auswahl von Maßnahmen, die man treffen kann, die dann mit Kollegen vereinbart werden oder mit den Schülern, mit den Eltern. Ich greife mal ein paar heraus. Also wir haben hohe Fehlzeiten, also eine geringere mündliche Beteiligung. Wenn die nicht dazu führen soll, wie bei manchen Kollegen, die ja dann für jede Stunde eine Note geben, wenn man nichts gesagt hat, null Punkte, kommt man ja niemals über eine mittlere Note heraus, selbst wenn man sonst gut war. Es braucht also Ersatzleistungen, aber natürlich nur für den Anteil dessen, was er im mündlichen Unterricht gesagt hätte. Also keine 20-seitige Extraarbeit, sondern eine Feststellungsprüfung, also ein Fachgespräch von 10 Minuten oder ein Teil eines Unterrichts, ein Impuls in einem Unterricht von 10 Minuten oder ein Thesenpapier oder so etwas. Wichtig ist, dass man die Kollegen, die diese Schüler im Unterricht haben, nicht überfordert zeitlich und inhaltlich, sondern es geht nur um diese Sache. Weiterhin haben wir ja eben gesehen bei dem autistischen Jungen, dass er Probleme hat, wenn er darauf angewiesen ist, Inhalte nur über einen Lehrervortrag aufzunehmen, diese dann entsprechend zu verarbeiten. Es muss also eine Möglichkeit geboten werden, auch autodidaktisch das sich anzueignen, also das Material mitzugeben und dann kann er das innerhalb der Schule, in einem Ruheort oder zu Hause lösen. Als drittes würde ich rausgreifen, Verhaltensregelungen. Immer fragen, Lehrer, was soll ich jetzt mit denen tun? Darf ich ihn auffordern, wenn er sich nicht gemeldet hat? Soll ich ihn nach vorne bitten, um irgendetwas zu machen? Was soll er machen, wenn er die Schule verlässt? Das kann man individuell abmachen und was weiß ich, zum Beispiel dieses Verlassen des Unterrichts einfach stillschweigend hinnehmen und nicht wie bei anderen Schülern vielleicht noch nachfragen, was willst du denn, willst du meinen Unterricht verlassen oder so etwas. Also diese Verhaltensregelungen würden in einem ersten großen Gespräch dann vereinbart. Alle übrigen Sachen sind, also wie die individuelle Stundenpläne, Entzerrung von Klausurterminen, das sind Maßnahmen, die dann mit der Abteilungsleitung und mit der Schulaufsicht und mit Beratungsstellen organisiert werden können und festgelegt werden und so verbindlich festgelegt werden, dass sie dann auch gültig sind und keine Probleme haben, später das anzuerkennen. Die rechtlichen Grundlagen sind, also ich kann es jetzt für Hamburg schildern, das müsste man übertragen auf die anderen Länder. Wir haben also eine Richtlinie, die sich Nachteilsausgleich nennt. Die hat zwei Abteilungen. Die eine ist für bis Klasse 10, gibt auch nur eine für Grundschule und es gibt eine Abteilung, die sich ausschließlich mit der Oberstufe beschäftigt, inklusive auch der Abiturprüfung. Alle Maßnahmen, die dort aufgeführt sind, sind grundsätzlich möglich, müssen aber dann vereinbart werden. Also muss man sich darum kümmern, welche Stelle zu konsultieren sind, das steht da dann drin, wer die Diagnose stellt, welche Dokumentation ich leisten muss. Und wichtig ist auch, dass die Schule genügend Freiheit erhält, dann spezifische Maßnahmen zu beschließen. Nie haben wir, ist in meiner Praxis das vorgekommen, dass zwei Schüler die gleichen Maßnahmen hatten, sondern es wird immer genau angepasst auf die jeweilige Situation. Was haben wir davon? So, und diese, ich kann hier nochmal eine von den Sachen rausgreifen, das würde mal. Rainer, also, kurz, die Zeit ist leider schon abgelaufen, oh, ja. Damit wir nicht total aus dem Zeitplan kommen. Vielleicht noch irgendwie eine wichtige Sache und dann. Eine wichtige Sache: Fehlzeiten. Also, ein Schüler hat ein bestimmtes Fach nur in der ersten, zweiten Stunde. Und er kann aber erst um 10 Uhr kommen. Es gibt Krankheiten, in denen man wirklich nicht vorher kommen kann, auch wenn jeder denkt, das muss er einfach früher aufstehen. Aber es gibt so Tag-Nacht-Problematiken in bestimmten Krankheiten.
Es gibt die Möglichkeit, ist in Hamburg ausprobiert, dann diese Leistung, wenn sie nicht abiturrelevant war oder wenn sie abiturrelevant war, in quasi im fünften Semester zu absolvieren. Das heißt, man macht alle Leistungen, die bis dahin da sind, inklusive der Prüfung, und zieht diese eine Prüfung danach. Das ist auch noch eine dieser Möglichkeiten, die es bisher gab. Hier ist, wo man das nachlesen kann, hier ist ein für die Nachteilsausgleichsregeln in Hamburg und nochmal aus Bielefeld ein, das kennen Sie vielleicht, was man dort über psychische Krankheiten denkt, und von Frau Meister diese Frage mit den Medikamenten. Gut, danke. Vielen Dank, Rainer Fechner. Gibt es hier jetzt noch ganz konkrete Nachfragen, Verständnisfragen? Ich habe eine Frage. Ja, gerne. Keine Verständnisfrage, sondern mich würde interessieren, wie so ein individueller Stundenplan ausgesehen hat, vielleicht mal in einem konkreten Fall. Also ein Fall war, eine Schülerin kann nicht 36 Wochenstunden absolvieren, sondern nur die Hälfte. Das heißt, man sucht jetzt zwei Prüfungsfächer plus angeglichene Fächer aus und macht einen Stundenplan nur für diese Fächer, der bei 20 Schluss macht. Und dann bekommt sie ein zweites Jahr, quasi wie ähnlich wie im Sport, ich mir das vorstelle, und absolviert dann den Rest. Und am Ende bekommt sie ein aus diesen einzelnen Elementen bestehendes Abiturzeugnis, quasi wie modularisiert. Das gibt es ja in anderen Ländern auch für jeden Schüler, aber hier haben wir das bisher angeblich als Hamburger Lösung angeboten. Die andere Sache wäre das mit den keine erste und zweite Stunde. Sie bekommen dann, oder sie geht nicht zu jeder Stunde hin, sondern nur zur Hälfte. Der Rest wird autodidaktisch erbracht. Wichtig ist, dass es ein verlässlicher Plan ist, den der Tutor überprüft und der so überprüft wird wie die anderen Stundenpläne auch von allen anderen Schülern. Super, danke schön. Dann würde ich im fliegenden Wechsel direkt überleiten zu Frau Guschka. Jetzt brauchte ich noch den Ton. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute unsere Arbeit vorstellen kann. Ich arbeite mit einer Forschungs- und Entwicklungsgruppe vom Oberstufenkolleg, eine Versuchsschule des Landes Nordrhein-Westfalen, seit einigen Jahren an einem Konzept zur Inklusion neu zugewanderter Jugendlicher und speziell auch an einer sogenannten gestreckten Eingangsphase. Wir arbeiten als multiprofessionelles Team zusammen mit Wissenschaftlerinnen, aber auch Vertreterinnen der Schulleitung, Schulsozialarbeit und Lehrerforscherinnen des Oberstufenkollegs. Einsteigen möchte ich mit einem Zitat eines ehemaligen Kollegiaten, der bereits sein Abitur bei uns am Oberstufenkolleg gemacht hat und der in seinem Bewerbungsschreiben Folgendes berichtet hat. In Aleppo, Syrien, bin ich vor 19 Jahren geboren und wünsche mir ein gutes und neues Leben in Deutschland, Bielefeld. Grund hierfür ist der furchtbare Krieg und Terror in meiner Heimatstadt Aleppo. Zu Hause konnte ich das bereits begonnene Abitur somit nicht weitermachen. Und mein größter Wunsch am Oberstufenkolleg ist es, mein Abitur zu machen, um dann anschließend studieren zu können. Das ist so ein sehr typischer Bewerber, würde ich sagen. Wir haben natürlich nicht nur Bewerberinnen und Bewerber aus Syrien, sondern auch Jugendliche aus dem Nordirak und auch aus Osteuropa, aus Russland, aber auch aus Afrika. Also sehr unterschiedliche Hintergründe, aber gerade 2015 war das ein sehr typischer Bewerber für uns. Genau, wir arbeiten eben seit 2015 an dem Konzept für eine gestreckte Eingangsphase und nehmen seitdem Jugendliche auf, die noch seit sehr kurzer Zeit in Deutschland leben, zumeist so zwischen ein
und 5 Jahren und die zumindest das Referenzniveau B1, Deutsch auf Referenzniveau B1 beherrschen. Seit 2016 nehmen wir immer eine Kursgruppe auf neu zugewanderter Jugendlicher von etwa 18 Jugendlichen, sodass wir mittlerweile 50 neu zugewanderte Jugendliche am Oberstufenkolleg beschulen. Mittlerweile haben auch schon 10 Jugendliche Abitur gemacht und 17 sind mit dem schulischen Teil der Fachhochschulreife abgegangen. Von Beginn an haben wir eigentlich, waren wir uns sehr bewusst, dass wir uns in einem Spannungsfeld bewegen. Unser Ziel, unser Ideal, unsere Vision ist natürlich, gemeinsames Lernen in Vielfalt zu ermöglichen. Und gleichzeitig haben wir sehr schnell festgestellt, dass es eben für Jugendliche, die erst so kurze Zeit Deutsch lernen, ein besonderes Unterrichtsangebot in Deutsch als Zweitsprache braucht. Und deswegen haben wir in den letzten Jahren eben an Organisations-, Curriculumsentwicklung für die Jugendlichen gearbeitet, vor allem in der Eingangsphase mit einem Fokus auf die DATS-Förderung, die auch den Unterricht in der gymnasialen Oberstufe vorbereitet und aber gleichzeitig auch immer weiter nach pädagogischen, didaktischen Antworten auf Fragen gesucht, die eben mit dem Spannungsfeld zusammenhängen, das ich eben beschrieben habe. Eine Kollegin beispielsweise beschäftigt sich sehr intensiv mit Kollegiatinnenprojekten zum Empowerment. Kolleginnen und ich haben vor allem in den vergangenen Jahren sehr stark Unterrichtsentwicklung zur Sprachbildung, besonders zum Schreiben im Fachunterricht der gymnasialen Oberstufe betrieben. Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns. Weil es ja hier in diesem Workshop besonders um die Flexibilisierung der Oberstufe geht, möchte ich Ihnen jetzt einmal einen Überblick über das, was wir entwickelt haben, zur gestreckten Eingangsphase zeigen. Die gestreckte Eingangsphase ist eigentlich, wir schöpfen damit eigentlich sehr bewusst die Höchstverweildauer in unserer Schule aus, die 4 Jahre beträgt. Und wir haben die Eingangsphase für die neu zugewanderten Jugendlichen ganz einfach auf 2 Jahre gestreckt. Deswegen heißt die gestreckte Eingangsphase. Im ersten Jahr bekommen die neu zugewanderten Jugendlichen eben besonders viel DATS-Unterricht. Jeden Tag eine Doppelstunde deutscher Zweitsprache, dazu noch individuelle DATS-Förderung. Wir haben mittlerweile auch extra Schreibkurse eingerichtet, weil wir festgestellt haben, dass das Schreiben eben eine besondere Hürde ist für Jugendliche, die noch nicht so lange Deutsch lernen. Und außerdem auch ein Kurs, der der Organisations- und Methodenkurs heißt, eingerichtet, in dem es eben um die Methoden der gymnasialen Oberstufe geht. Daneben besuchen die Jugendlichen im ersten Jahr den regulären Unterricht in einzelnen Fächern natürlich nur der Oberstufe, also der regulären 11. Und für die Fächer Mathematik und Englisch haben wir auch extra Angebote für dieses erste Jahr der gestreckten Eingangsphase eingerichtet. Im zweiten Jahr beschulen wir die Jugendlichen im Deutschunterricht in inklusiven Deutschkursen. Dazu muss man vielleicht wissen, dass am Oberstufenkolleg der Deutschunterricht außerhalb der Studienfächer, so heißen der bei uns, an anderen Schulen heißen die Kurse Leistungskurse Deutsch, also außerhalb der Leistungskurse Deutsch, findet bei uns in Jahrgang 11 sogenannte Basisförderung Deutsch statt. Das ist schon ein ganz anderer Unterricht als der übliche Deutschunterricht der Oberstufe. Das ist ein Deutschunterricht, der auf den Fachunterricht der Oberstufe vorbereitet und sehr stark auf Sprachförderung ausgerichtet ist. Haben wir außerdem im zweiten Jahr neue Kurse entwickelt für die Gruppe der Neuzugewanderten. Das ist eigentlich auch der einzige Unterricht, den sie in diesem Jahr noch als Gruppe zusammen haben. Da wird der Fachunterricht in der politischen Bildung mit dem Deutsch als Zweitsprachunterricht kombiniert im ersten Halbjahr und im zweiten Halbjahr wird der Philosophieunterricht mit dem Deutsch als Zweitsprachunterricht kombiniert und dazu gibt es auch wieder begleitende extra Schreibkurse.
Was ja, und dann eben im zweiten Jahr besuchen die Jugendlichen die normalen Kurse der Eingangsphase. Es gelten auch die Bedingungen der Eingangsphase, die für alle anderen auch gelten. Was noch eine Besonderheit ist, Herr Fechner hat ja eben auch über Nachteilsausgleiche gesprochen. Die gibt es bei uns für diese Gruppe auch. Ja, Jugendlichen, die neu zugewanderten Jugendlichen dürfen bei den Klausuren eine Viertelstunde länger schreiben. Da gibt es eine Schreibverlängerung in Jahrgang 11 und 12. In Jahrgang 13 gibt es die nicht mehr. Und außerdem dürfen sie ihre herkunftssprachlichen Wörterbücher benutzen und das auch bis in Jahrgang 13 hinein und bis ins Abitur hinein. Das heißt, entwickelt, erprobt, institutionell verankert ist eine eigene Stundentafel, ein vorläufiges Curriculum für die gestreckte Eingangsphase, ein eigenes Aufnahmeverfahren für die gestreckte Eingangsphase, davon habe ich jetzt noch gar nicht berichtet. Das ist vielleicht auch noch eine Besonderheit bei uns am Oberstufenkolleg. Wir können Jugendliche aufnehmen, die kein Qualifikationsvermerk für die Oberstufe haben. Das sind in jedem Jahr ca. 40% eines Aufnahmejahrgangs. Insofern sind wir da etwas flexibler als andere Schulen in Nordrhein-Westfalen. Und bei den Neuzugewanderten ist es so, dass die Aufnahme auch als Einzelfallentscheidung durch die Schulleitung erfolgen kann. Und das ist auch wichtig, weil es da zum Teil unklare Zeugnislagen gibt. Und da darf halt die Schulleitung im Einzelfall entscheiden, wen wir aufnehmen. Aber eben nach einem Bewerbungsverfahren mit Tests und mit Interviews und so weiter. Wir schauen uns da jeden Bewerber sehr genau an. Mittlerweile haben allerdings auch viele Neuzugewanderte, die sich bei uns bewerben, den mittleren Bildungsabschluss. Dann haben wir ein eigenes Beratungsangebot der Schulsozialarbeit eingerichtet für Neuzugewanderte Jugendliche. Diese neuen Kursarten sind eben in der Entwicklung. Wir nehmen jetzt gerade auch wieder im sechsten Jahr am deutschen Sprachdiplom teil. Da waren wir eine der Pilotschulen, die da in Nordrhein-Westfalen dran teilnehmen konnten. Und derzeit widmen wir uns eben diesen Projekten zum Empowerment und dem Fachunterricht, dem Schreiben im Fachunterricht der gymnasialen Oberstufe und haben dazu ein schulübergreifendes Netzwerk mit 4 weiteren Bielefelder Schulen gegründet und auch ein schulinternes Netzwerk gegründet und entwickeln da schreibsensible Curricula für den Fachunterricht der Oberstufe. Und außerdem sind wir natürlich noch überhaupt nicht fertig mit der Materialentwicklung und Konzeptentwicklung deutscher Zweitsprache für die Oberstufe. Das ist wirklich ein längerer Prozess, das ist ein großes Thema, aber dem widmen wir uns weiterhin. Genau, wie gesagt, das hat man vielleicht auch jetzt meinem Vortrag schon entnehmen können. Die Fragestellung, um die wir uns immer wieder gedreht haben, ist die, wie wir die gymnasiale Oberstufe unter den derzeitigen Bedingungen so gestalten können, dass so weit wie möglich gemeinsames Lernen in Vielfalt geschehen kann und gleichzeitig alle Schülerinnen die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr kurz. Wenn Sie Interesse haben, können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben, auch nach diesem Workshop. Wir können gern weiter im Austausch sein, gleich natürlich auch noch. Und Sie können sich natürlich auch unsere Beiträge durchlesen. Wir haben unser Konzept jetzt mehrfach schon beschrieben und auch Teile davon. Und wenn Sie Interesse haben, können Sie auch da weiterlesen. Ja, vielen Dank. Danke auch an Frau Guschka und danke auch für die übergreifende Frage, die Sie zum Schluss nochmal in den Raum gestellt haben. Also die 3 Vorträge sind ja jetzt auf 3 spezielle Schülerinnen und Schülergruppen eingegangen, aber die Frage ist ja insgesamt, wie man einfach unterschiedlichen Bedürfnissen in einer heterogenen Schülerschaft der Oberstufe gerecht werden kann.